in der ersten Liga, aber er spielt so erfolgreich wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Er hat in dieser Saison nämlich noch kein einziges Spiel verloren und das sind immerhin 26 Spiele gewesen. Unter Langnauerinnen und Langnauer herrscht Euphorie. Die Langnauer vom rechten Schlage sind ehrbare, anständige Leute von echtem Emmentaler Blute. Mit gutmütigen Gesichtern, schlauen Köpfen, arbeitsam, einfach, ausdauernd. Hassen den Schein und lieben das Wesen. Zitat Gotthelf, Käserei aus der Fehfreude. Eine Leidenschaft der Langnauer hat Gotthelf nicht gekannt. Den Schlittschuhclub Langnau. Der Schweizer Meister 76 spielt heute zwar nur noch in der ersten Liga. Was soll's? Etzer Schracht, haben sich die Fans gesagt und brüllen ihren Verein von Erfolg zu Erfolg. 7000 kamen an die Spitzenspiele, über 3000 waren es im Schnitt. Die Langnauer Tiger sprengen alle Zuschauerrekorde. Ich bin seit 1962 hier Gemeindepolizist und habe natürlich die Jahre die Euphorie mitmacht, bis 1976 zum Meistertitel gekommen ist. Und ich muss sagen, aus meiner Sicht, als der SCL Langnau bekannter gemacht hat, wie der Käse. 1991. Nach 40 Jahren Nationalliga fällt Langnau ins Erstligaloch. Gründe gibt's viele. Ein unfähiger Vorstand ließ sich die besten Spieler aufspannen, kaufte dafür ausgediente, sündhaft teure Okkasionen der Konkurrenz, die auf dem Eis versagten. Endlose Trainerwechsel. Kaum waren die Trainer da, waren sie bereits wieder von der Bande weg. Und in der Traditionsmannschaft Langnau spielten gerade noch 8 Einheimische. Ende Saison fehlte 1 Million in der Kasse. Ich vergleiche den SC Langnau ein bisschen mit dem Michael Schöppach. Der Michael Schöppach hat in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dafür gesorgt, dass Langnau bekannt wurde. Und Langnau ist dann noch zu einem Wallfahrtsort geworden. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es jetzt der SCL, der dafür gesorgt hat, dass unser Dorf in der ganzen Schweiz bekannt ist und dass auch Langnau jetzt zu einem Wallfahrtsort geworden ist. Heute ist das Team wieder eine verschworene Gemeinschaft. Wie in den alten erfolgreichen Zeiten vertrauen die Langnauer nur noch auf Langnauer. Von den 22 Stammspielern sind 17 Einheimische. 13 davon stecken im Juniorenalter. Durchschnittsalter 22 Jahre. Wir tun es einfach alle zusammen. Wir gehören alle zusammen. Und jeder kennt den anderen gut. Und die Alten hören auch ein bisschen auf uns und wir hören auf die Alten. Und zusammen sind wir ein super Team im Moment. Die Alten, das sind Jörg Berger 38 und Rolf Tschirmer 41. Zwei Routiniers, die vor 16 Jahren mit Langnau Schweizer Meister wurden. Ich könnte fast der junge Spieler fast Vater sein. Aber ich fühle mich noch so jung, wenn ich auf dem Eisfeld noch zu weg bin. Und das ist momentan, habe ich das Gefühl, bringe ich meine Leistung noch und kann der Mannschaft noch etwas bringen. Sowohl auf dem Eisfeld, sicher auch neben dem Eisfeld. Mit 38 zeigt Berger den Youngsters, wie es gemacht wird. Berger war in den letzten Jahren Spielertrainer beim Erstligisten Worb. Tschirmer spielte an seiner Seite. Heute kämpfen sie um den Wiederaufstieg ihres SCLs in die Nazi B. Seite an Seite mit den Jungen. Ich muss sogar sagen, sie glauben mir manchmal noch etwas. Das ist noch recht erstaunlich. Und, in meinem Alter, also dann, als ich so jung war, habe ich noch nicht alles geglaubt. Und, ist klar, wenn es so gut geht, ist allgemein geht's gut. Das ist kein Problem. Die Mischung stimmt. Die Alten bringen die Routine und die Ruhe aufs Eis, die Jungen den Kampfgeist und den Ehrgeiz. Bisherige Saisonbilanz, kein verlorenes Spiel. Also der SCL, ohne den wäre es Langnau direkt langweilig. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wenn es den nicht mehr gäbe. Und dann werden wir auch nicht mehr so bekannt. Jetzt sind wir doch fast in der ganzen Schweiz, redet man vom SCL. Ich komme an allen Orten durch. Und an allen Orten fragt man, wie geht's, wie läuft's. Ja, die sind gut. Und was gegenwärtig ist, gefällt mir. Jetzt haben wir ein anständiges Umfeld. Wir haben viele einheimische Spieler. Und das gefällt mir auch. Und zum Glück
hat sich der Schenk Simmel zur Verfügung gestellt, für Vieh seine Arbeit zu verrichten. Und der versteht es, und der kann es, und der bringt es zu etwas. Ich habe es zwei, drei Mal draussen auf der Bank gesehen. Wenn ich hier bin, und es ist ein höherer Tag, dann muss ich nachher nicht das Wasser gehen, wenn irgendeiner hier läuft und plötzlich auf den wechseln. Das ist auch gut, wenn keiner mehr Gegend ist, aber das ist nachher der Anger oder der Defensivstürmer, der nachher kommt. Der Mut haben, hier Raum eng machen, bereit angreifen. Remo, ihr war sehr gut gewesen, hier, wo du dreimal den Böck abgefangen hast. Ergebnis Goal nachher. Der Simu ist wieder da. Ex-Nazi-Trainer Simon Schenk. Heute Trainer und TK-Chef beim SCL. Ja, glaube, wenn man hier 16 Jahre gespielt hat, ist ganz klar, dass man einfach den SCL ins Herz geschlossen hat. Und bei all diesen 10 Jahren, als ich fort war und Nazi-Trainer war, habe ich immer den SCL verfolgt. Und ich komme mir jetzt schon so ein bisschen vor wie ein Heimkehrer. Also ich hatte das Glück, dass ich hier einmal die alten Spieler, in Anführungszeichen, die ich eigentlich zurückgerichtet habe, als Leistungsträger und als mein verlängerter Arm in der Mannschaft, die habe ich auch sehr gut kennt. Und dazu kommt, dass die Jungen eigentlich eben die gleiche Hockey-Auffassung haben, weil sie hier durch die Nachwuchsbewegung gegangen sind. Und das ist natürlich viel einfacher, eine solche Mannschaft zusammen zu schweissen, als wenn es eine zusammengewürfelte Truppe ist. Was ist das für eine Hockey-Auffassung? Eigentlich sehr ein einfaches Hockey. Wir haben nicht sehr viel trainiert. Wir haben aber die Trainingszeit, die wir hatten, gut ausgenutzt, da bin ich überzeugt. Wir haben sehr viel Gänge lustbetont gespielt. Also jedes Training soll für einen Spieler eine Freude sein. Ich glaube, es war dem Spieler nicht manchmal zuwider, zu trainieren. Und das ist eine gute Voraussetzung, für Erfolg zu haben, wenn die Freude da ist. Jetzt wieder ein paar Mal wieder zu viel vorbeikreisen, statt bleiben stehen. Der Böck hier, geht zu ihm und bleibt bei ihm. Werner der Stock. Aber es war sicher für uns ein Glück, gewesen, dass man in der ersten Liga keine Ausländer einsetzen kann. Und ich muss sagen, gerade die Einheit, die wir waren, die Zusammengehörigkeit der Mannschaft, das ist natürlich ein grosses Plus. Und das wäre nicht der Fall, wenn man eben Ausländer oder noch auswärtige Spieler in der Mannschaft hat. Müssen wir schon mal laufen? Schauen, wenn sie kommen. Ich glaube, der Emmentaler ist schon nicht zu vergleichen mit dem Tessiner oder mit dem Zürcher oder mit dem Stadtberner. Es ist eben schon etwas Eigenes. Zu das, was hier zu lange passiert, in der ersten Liga mit dem SCL, das ist auch schon einmalig. Nicht durchspielen! Der SC Langnau, für die Langnauer mehr als nur ein Hockeyclub. Unser liebe Dorf Langnau wäre um vieles